New York, Strom. Der ehemalige US-Filmproduzent Harvey Weinstein, 66, hat sich gestellt. Um 13:29 unserer Zeit ging er blass, aber grinsend in die Polizeiwache in Lower Manhattan. Strong. Nach monatelangen Ermittlungen wollte sich der ehemalige Filmgründende New Yorker Behörden stellen. Mehr als 100 Frauen, darunter zahlreiche Stars, werfen ihm vor, sie sexuell belästigt oder sogar vergewaltigt zu haben. Strong. Seit Monaten laufen Ermittlungen gegen Weinstein nach Vorwürfen mehrerer Frauen wegen sexuellen Missbrauchs. Weinstein drohe am Freitag mindestens eine Anklage wegen sexueller Gewalt. Strong. Der Fall, um den es aktuell geht, reicht in das Jahr 2004 zurück. Die damals aufstrebende Schauspielerin Lucia Evans, heute 36, wirft Weinstein vor, sie damals zu Oralsex gezwungen zu haben. Strong. Die New Yorker Polizei ermittelt seit November gegen Weinstein, gegen den auch Ermittlungen in Los Angeles und in London laufen. Sollte sich der Bericht bestätigen, wäre dies die erste Anklage gegen den ehemaligen Hollywood-Produzenten. Strong. Außerdem wollen Ermittler auf Bundesebene herausfinden, ob der 66-Jährige etwa Frauen dazu gebracht habe, über Staatsgrenzen hinweg zu reisen, um sie belästigen zu können. Strong. Laut New York Times wird auch untersucht, ob Weinstein gegen das Anti-Stalking-Gesetz verstoßen habe, etwa, um Opfer einzuschüchtern. Strong.